Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine Raupe auf einer Tomate gehabt, eine grüne Raupe. Ich wusste gar nicht, dass die so gerne Tomaten fressen. Die hat ja meine komplette Tomate durchbohrt und da habe ich mir gedacht, ach, das war nur eine. Die werde ich jetzt einfach mal hier so runterschnipsen von der Tomate und dann am nächsten Tag war auch schon die nächste Raupe da. Also mit Einsammeln ist es nicht getan. Und da musste ich einfach zu härteren Maßnahmen greifen. Denn wie ihr seht, habe ich jetzt wirklich hier schon sehr, sehr schöne Tomaten an meiner Monte Carlo F1 Pflanze. Die Pflanzen sind jetzt hier so 80 Tage alt und die tragen jetzt schon ganz schön, auch dort drüben, wie man sieht. Ja, und da habe ich halt mein Mittel, das ich auch gegen Läuse verwendet habe, benutzt. Und gestern Abend mal hier alles eingesprüht. Die meine Videos kennen, wissen ja schon, was ich da so spritze. Wer es noch nicht weiß, schaut einfach unter dem Video, habe ich den Link dazu. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, keine Probleme mehr. Das Mittel hat wirklich sehr, sehr gut gewirkt. Über Nacht. Keine einzige Raupe mehr zu sehen von diesem komischen Nachtfalter da, der immer hier die Larven, die Eier legen tut nachts. Ja, wäre echt schade, wenn jetzt hier meine Tomaten von solchen Raupen gefressen worden wären. Auch hier habe ich ja noch einige dran. Und die großen hier, die habe ich mal richtig gleich ordentlich eingesprüht, weil die sind kurz davor vorm Rot werden. Und das wäre echt kacke, sage ich mal, wenn die jetzt von solchen Raupen hier durchlöchert worden wären. Naja, meine Lieben. Das war's auch schon von mir. Grüne Raupen auf Tomaten. Was es nicht alles gibt. Aber Achtung, die Raupen fressen nicht nur Tomaten. Die machen sich hier auch auf Salatblättern und anderen Gemüse bemerkbar. Wie man hier sieht, das ist das, was bei den Raupen hinten rauskommt. Hier habe ich dann auch mal gleich eingesprüht und ja, wie es aussieht, sind die alle jetzt alle verschwunden und werden sich auch nicht mehr vermehren. Also wie gesagt, das Mittel, den Link dazu unter dem Video und bis zum nächsten Mal, euer Christian von Balkonien. Ciao.